Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen WoW-Livestream mit dem Rollenspiel. Und ich merke gerade, die Energie ist ein bisschen knapp. Und Benzin ist leider auch knapp. Okay. Direkt mal gestartet und heute habe ich viel vor. Steht auch im Titel. Weil ich unbedingt so langsam Polizist werden will, muss ich noch ein paar Vorbereitungen kehren. Ah, immer leer. So wie ich verschiebe gar nichts. Okay. Leider immer noch alles ziemlich packen. Patch kam leider nicht raus. Alles leer. Okay, gut. Wischen lohnt sich nicht. Also ja, schon ein bisschen, aber so leider nicht. So, jetzt ist voll. Was könnten wir noch verkaufen oder so? Kaliumnitrat könnte man verkaufen. Shadows könnte ich auch irgendwo reintun. Geht ungefähr im Stream. Macht das nicht so Probleme. Bei Minecraft gestern und Last Epoch heute hat ein bisschen Probleme gemacht mit Twitch Studio. Das ist leider ja mir nicht so gut gekommen. Also ich muss unbedingt zu einem Tank. Oh, nicht überrot. Ich mache jetzt einfach mehr Rollenspiel und zwar einfach anständig. Und weil ihr das nicht möchtet, kann ich das natürlich auch ausmachen. Also ich habe ein bisschen Rasen. Als Polizist kann ich sicher ein bisschen rasen. Ich bin nämlich ein ganz guter Fahrer eigentlich, also aufmerksamer Fahrer. Einfach auf Ampeln achte ich halt als nicht so Fahrer, nicht so. Und das ist ein bisschen ein Problem. Deshalb möchte ich überhaupt Polizist sein, damit ich einfach ein bisschen flexibler bin. Und ich gerade immer bestraft werde, hoffentlich. Ob das gehen wird, weiß ich nicht. Das liegt einfach an meiner Sensibilität, ständig immer wo halten zu müssen und so weiter. Andere machen das auch nie. Also wieso sollte ich denn das auch immer machen, oder? Ja, du kannst mich mal am Arsch lieber haben. Das ist so nervig mit dem Stoppen. Ich brauche unbedingt ein besseres Auto. Ich glaube, ich lege mir ein besseres Auto zu. Ja, vielleicht heute Abend dann. Können wir dann sehen. Ja, genau, sofort rot. Also zuerst mal tanken, wichtig. So. Ich bin leider halt immer noch nicht so gut angekommen auf dem Server. Ich brauche halt ein bisschen länger. Aber, ja. Stört sie auch nicht so, dass es halt Fehler gibt. Die nehme ich mal mit. Aber wo kann man sich heilen? Wo kann man Heilung kaufen? Weiß das jemand? Ich habe schon ein bisschen wenig Leben. Also ich möchte nicht das Blinken immer haben. Ich weiß es nicht. Also Bullen. Was macht dieser Bullen? Soll ich jetzt überhaupt noch Fische austragen? Das ist zu langweilig. Deshalb gehen wir jetzt noch kurz zum Händler. So. Gerade etwas bekommen. Ah, das ist am Handy, glaube ich, gewesen. Ja gut, Mark, geht ja. Dann machst du das Fenster nicht auf. Nein. Mach ein bisschen lauter. Ah, es geht eben nicht mehr. Ja genau, schon wieder einer, der links fährt und ein Motorrad. Ich hätte ihn fast gerammt. Ich hätte ihn rammen sollen. Oh, unglaublich.
also gestern war es besonders schlimm, hat jeder andere Spieler links gefahren. Also ich müsste jeden rammen, kann ja das Auto leicht wieder reparieren, aber ich ramme jeden, der links fährt. Das geht einfach gar nicht. Die meinen, sie können wirklich alles machen, ey. Oh, jetzt leckt's gerade ein bisschen, sorry. Dieser Anti-Cheat-Cheat-Teleport links oben, der ist ein Bug. Das, scheinbar, wenn ein Spieler leckt und er selber kommt nicht nach, macht er einfach, Ding. Kickt er einfach den Spieler und das ist natürlich nicht so gut, weil der Server schon echt oft leckt. Ja, genau, du kannst mich mal. Nein, die Ampeln sind so scheiße. Ich sollte eigentlich nicht mehr auf die Ampeln schauen, aber wegen Rollenspiel möchte ich es eigentlich schon machen. Nur es geht mir jetzt so auf den Keks, dass ich jetzt einfach durchfahre. Und mit der Performance muss ich noch schauen, weil der Twitch Studio frisst viel mehr Performance. Dass ich da irgendwie vielleicht die Grafik kurz noch ein bisschen runterstellen muss. Sonst irgendwas, keine Ahnung. Die Grafik ist halt schon fast Maximum. Und das geht bei Twitch Studio wahrscheinlich nicht so. Ja, aber typisch. Neues Programm. Neue Bugs. Okay, Krabben sind 10. Das ist leider schlecht, oder? Wo habe ich das hingetan? Hier? Ja, das ist Farmer-Job. Aktivitäten. Schaue ich mal kurz. Da ist die Suche. Heiß, Exportunternehmen. Fischen, Netze, Muschel kaufen. Aber es steht nicht der Preis. Dann hier suchen. Krabben. Krabben. Nice. 24 ist das höchste. Ja, dann kann ich die Krabben leider nicht verkaufen momentan. Da bekommt man einfach zu wenig. Oder ich mache es. Nein, ich mache es nicht. Ich habe ja noch Platz. So, dann wären wir eigentlich fertig mit dem Verkaufen. Also, ja, es lässt sich halt alles nicht verkaufen. Und als nächstes machen wir kurz die Tutorial-Quest zu Ende. Da mache ich am besten einen Waypoint, also ich kann schon zum Casino fahren, aber ja, es sollte auch schnell gehen. Ja, es ist sowieso der Weg, den ich dachte. Ja, man merkt, dass er selber schon relativ sehr actionlastig ist auf den Straßen.
Deshalb mache ich das natürlich auch, aber eigentlich möchte ich ja mehr Rollenspiel machen können. Aber es geht auch nicht so. Ah ja, genau, wegen dem Performance-Problem. Irgendwie frisst das gerade sehr viel CPU, habe ich das Gefühl. Weiß jetzt nicht, also muss scheinbar in-game halt ein bisschen runterstehen. Weil GTA halt schon sehr viel frisst. Also machen wir mal FXA aus. So. Ja, es frisst eigentlich nicht viel, glaube ich. Machen wir mal Shader ein bisschen runter. Schatten runter. Schatten ist eigentlich sehr wichtig. Gras. Auch sehr wichtig, dass es unten ist. Antisoppers-Federung möchte ich gerne anhaben. Desolation kann auch runter. Und ja, dann starte ich halt noch kurz neu. Ja, jetzt startet es nicht. Are you cooking for me tonight, boy? Typisch GTA. Im Menü konnte ich die Maus nicht benutzen. Jetzt ladet Rockstar mega lang, der Rockstar Launcher. Typisch GTA. Oh je. Yeah.
Es geht mir einfach viel zu lange. Ich hoffe, dass es jetzt nicht mehr leckt. Also die Grafik sieht sogar schöner aus, habe ich irgendwie das Gefühl. Ich habe einfach mal die Grafik schöner gestellt wieder. Cool. Einfach wegen diesen scheiß Effekten halt. Die Effekte machen einfach das Spiel nicht so schön. So ist es einfach viel klarer. Ich liebe, wenn das Spiel klar ist, aber ich hasse es, wenn es so unklar oder neblig ist und so. Verschwommen. So Sachen. Das nervt. Deshalb finde ich es so eigentlich viel schöner. So, wir müssen ja zum Casino. Kannst du auch schauen? Mal kurz gesagt. Aber es ist wahrscheinlich zu leise für die meisten. Die müssen das Voice-Plugin unbedingt lauter machen. Wir ja. Oh, yeah, yeah. Endlich wieder ein bisschen raus. Das ist so richtig. Naja. Immer kurz parkieren, nicht, dass mein Auto noch abgeschleppt wird. Also, wir müssen Blackjack spielen und ihr wisst ja, dass ich so ein Anfänger bin bei Glücksspiel. Ich mich überhaupt nicht interessiert, aber wenn wir jetzt gezwungen werden, müssen wir das ja kurz machen. Also ich werde schauen, dass also 21 müssen wir erreichen. Und ja. Deshalb. Ja, wir werden schon 10 Mal gewinnen. Also wir werden das schon relativ schnell machen können. Also, ich muss nur wissen, wo das Blackjack ist. Hier, okay. Gehen wir mal rechts. So. Also, ich möchte gerne betten. Einen wetten. König ist 11 oder 12. 9, 11, 10, 11. 11, 9, 1. Gold. Ja, sicher! Zwei Ass. Ja, genau. Ach, komm schon. Jetzt muss ich wieder weg. Geht mal wieder weg. Wie kommt man hier raus? Ja, ich möchte weiterspielen. Ja, gut. Also mache ich auch nur eins. Ich will nichts verdienen. König und 10. Das muss jetzt genau 21 sein. Hold. Yay! Zwei Chips. Und jetzt? Ja, okay. Man muss immer wieder raus und wieder rein. Also jetzt weiß ich, wie das geht, so langsam. Ja, aber ich möchte jetzt das... Hä, ist das verbuggt? Ja, ich habe ja geklickt. Mann, das ist mega verbuggt. Sogar dieses kleine Spiel ist mega verbuggt. Unbelievable. Nee. 10, hä? 18. Ja, ich kann ja nichts. Ich glaube, das dauert nur, bis die anderen gesetzt haben. Keine Ahnung. Ja, sicher 14. Ja, ja, klar. Wir 10,
16. Oh. 16, 22, zu viel. Ist zu viel. Okay, ich habe trotzdem gewonnen, weil der auch zu viel hatte, glaube ich. Komm, mach endlich. Vorwärts, das Spiel ist langweilig. Blackjack ist für mich so langweilig und so, ja. Was ist denn das für eine Karte? Hallo. 5, 11, weiter, hopp. Vorwärts. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit für ein Glücksspiel. Macht mal vorwärts. Oh Gott. Hallo. Gib mir jetzt mal noch etwas. Ich habe gewonnen, weiter so. Ich habe mit so wenig Punkten gewonnen. Okay, jetzt ist es weg. Hä? Wir haben doch noch nicht 11 Mal gewonnen. Oder 10 Mal. Aber jetzt ist das Glücksspiel weg. Kommt denn das Tutorial nochmals? Oder haben wir jetzt das Tutorial schon geschafft? Das ist einfach... Nein, ich will nicht Insert Track. Ah, ist Exit. Ach, wieso ist das so kompliziert hier in diesem Casino? Und wieso ist niemand hier? Nur da. Können wir die verkaufen, bitte? Wie viele Chips möchte ich verkaufen? Wie viel habe ich denn überhaupt? Das muss mal angezeigt werden. 294, okay. So, da haben wir wieder ein bisschen Geld verdient. Ja, jetzt haben wir dann bald genug Geld. Für ein Auto heute Abend oder so. Da brauche ich einfach den Ghost Founder. Verkaufen von dem einen Auto noch. Ist noch nicht online, okay. So. Dann gehen wir Bus fahren halt. Nicht unbedingt den Busjob noch fertig werden. Und jetzt, wo jetzt noch nicht so viel Trouble ist, noch nicht so viele Zuschauer habe, mache ich lieber noch die wichtigeren Jobs, die einfach langweilig sind, oder? Und tu dann tollere Sachen machen, wenn mehr Leute zuschauen. Am Abend werden sicher wieder viele zuschauen. Aber jetzt gerade ist noch zu früh zum Zuschauer haben. Bei mir hat das neu einsteigen. Habe ich dieses Gefühl, es lag immer noch. Oh, gehe ich eigentlich hin? Ich gehe zu weit in den Westen. Zu West Coast. Naja, nicht zu East Coast in diese Richtung. Ich weiß nicht mehr, wo ich durchfahren muss. Mann, Bushaltestelle, also Busbahnhof. Ist so kompliziert. Ja, mit dieser Performance muss ich noch schauen. Tut mir leid, dass es ein bisschen leckt. Irgendwie ist da Twitch Studio halt noch zu schlecht. Noch zu unfertig. Aber es sollte ohne Probleme laufen, weil OBS ist ja auch mega schnell. Da geht ja. So. Gut. Dankeschön fürs Followen, LGPG. Und willkommen im Livestream. Jo. Also mal ein bisschen fahren. Ist ja spannend, also. Ich mag es irgendwie, aber viele Zuschauer nicht unbedingt so. Also ich merke einfach, dass die
Aufrufe ein bisschen zurückgehen, weil sie ein bisschen gelangweilt sind. Kann ich verstehen, aber jetzt, wo ich nur einen Zuschauer habe, momentan geht doch das. Ja, und wenn ich dann ein bisschen angekommen bin auf Twitch, dann geht das ja von alleine. Aber momentan habe ich halt relativ wenig Zuschauer. Doch. Wenn wir dann sehen, also ich habe gerne so ein paar Zuschauer, jetzt muss nicht unbedingt so viele sein. Bin ja nicht abhängig, groß zu werden oder so. Ich bin kein Influencer oder so. Bin eher so ein Hobby Livestreamer und deshalb muss jetzt nicht so viele zuschauen, aber ja, einfach der Anfang ist immer so langweilig. Dann für die Langeweile ein bisschen weggeht und so. Ja. Also komm, wir rasen wieder. Wir schauen nicht auf die Dinge. Wenn sowieso kein Polizisten online sind, kann ja auch nichts passieren. Ja, aber Boss, du bist wieder sehr, sehr klumpig. Fährst wieder so extreme Kurven. Eieie. Hast du heute wieder keinen Bock, hä? Oh, guten Tag. Das kommt alles noch. Ja, Marcel 22. Ich weiß, aber ja, ich bin jetzt überhaupt erstmal motiviert zu livestreamen, oder durch das VOV. Dass ich auch ein bisschen Sicherheit habe, falls mir mal etwas passiert oder so. Dass ich dann alles den Support zeigen kann und so weiter. Und deshalb eigentlich immer, wenn ich spiele, möchte ich gerne livestreamen. Und dann kommen auch die Zuschauer. Ja. Aber es ist momentan halt einfach ein bisschen zu langweilig. Jetzt habe ich leider nur den Busfahrtjob und vielleicht den Farm- und den Fischerjob. Und alle drei sind mega langweilig. Kaum Spieler sind halt jetzt momentan online. Und ja, indem das Spiel leckt ab und zu ein bisschen, so diese kleinen Mini-Lags. Weiß nicht, wie ich die rauskriegen kann. Da muss ich leider schauen. Und ja, mit dem zweiten Bildschirm und so geht leider auch noch nicht. Dann kann ich die Kommentare auch schneller lesen. Ja, das stimmt, vor allem wenn du dann noch Mods hast, können die eben schnell Clips erstellen. Ja. Sehr gut. Dann kann ich die Chips gleich einsenden und so. Ich weiß gar nicht, wieso so wenig VOV Let's Playen, also Livestream. Vor allem, wieso so wenig Rollenspiel machen, weil viele fahren links, fahren über rote Ampeln, alles mögliche. Da bin ich als Rollenspiel-Livestreamer natürlich ein bisschen hingeschmissen. Und deshalb hatte ich momentan ein bisschen wenig Bock auf VOV. Weil der Server halt schon recht rowdy ist. Kann man leider nichts machen. Und ja, zuerst Probleme mit der Autoprüfung gehabt, weil ich kein Autofahrer bin im Real Life, kannte ich das natürlich alles nicht, oder? War immer ganz knapp durchgefallen dreimal. Und jetzt eigentlich das Problem halt mit den anderen Rasen und so weiter. Und halt, ich möchte gerne Polizist werden, also mein Charakter möchte gerne Polizist werden. Und ja, noch die Umbenennung. Ich möchte nicht mehr XX Shadow heißen, das ist ein Kumpel von mir gewesen.